So. Ich mach das. Ich skip das Sieb. Ich mach das mal dick leise. Das ist, glaube ich, doch ein bisschen zu laut. Besser? Ich mach mal so. Ich glaube, das ist dann. Sollte okay sein. So, meine Freunde. Ich gehe mal kurz schlafen. Übrigens, ich weiß nicht, woran es liegt. Eventuell mache ich einfach mal eben die Chrome-Browser im Hintergrund zu. Wenn da bringt das ein bisschen was. Aber neuerdings leckt es einfach mega. Okay, das ist jetzt gerade richtig krass. Das ist so, hatte ich das noch nicht. Ich habe gerade die Befürchtung, dass das an der Monsterfalle liegt. Oh Gott. Hallo? Wir laufen mal kurz. Achso, warte, ich wollte mal hier gucken. Liegt das daran, dass hier tausende Items liegen? Ja. Daran wird es vermutlich liegen. Ach du Scheiße. Ja, dann sollten wir das erstmal eben schnell fix. Ach du Kacke. Ich habe hier nämlich auch schon ein paar Void-Upgrades reingelegt. Hallo? So. So. Wieso kommen die ganzen Items hier nicht rein? Achso, da müssen die hier rein und hier ist alles voll. Dann mach ich das doch mal eben an. Oh Gott. Dann mache ich das doch mal eben an. So, dass die hier alle weggeschmissen werden. Hoffentlich beruhigt es sich dann langsam. So, hier füllt es sich wieder und entleert es sich wieder. Ich weiß gar nicht, warum ich das ausgemacht hatte da hinten. Ich mach mal eben hier ein bisschen... Ups, so. Okay, das bringt nicht viel. Oh Gott. Wieso wird denn der nicht rausgesaugt? Ah, der ist schon weg. Okay. Ah, und es beruhigt sich. Langsam, aber sicher. Wie viele Legendary haben wir jetzt? 7 Legendary Box Lootboxes. Sehr, sehr nice. Das kommt ja... Boah, geht ja ab wie... Haben wir hier auch ein Speed... Wir haben hier schon voll mit Speed Upgrades. Ach du Scheiße. So mal... Oh, es wird wieder ruhig. Okay, da muss ich echt noch gucken, dass ich das alles ein bisschen... Alles klar, guckt euch das mal an. Kein Wunder, dass es so am Laggen ist, wenn da so irrsinnig viele Items auf dem Boden liegen. Das ist jetzt ein Rare, ne? Genau. Ich muss mal kurz... Hallo? Du das da rein. Was gucken, und zwar wir brauchen... hier die Dinger, die kommen aus Epic Loot Bags. Ich nehme mir mal kurz welche, mal gucken, ob wir was kriegen. Vermutlich nicht. Also, so. Ja, da haben wir welche schon. Die brauchen wir nämlich für das, was ich ja heute vorhabe. Boah, die Musik, ich weiß nicht, die ist nicht zu laut, ne? Aber die ist auf meinem Ohr einfach so übertrieben laut. Oh, wir haben Dimmel Parcel, sehr geil. Ja, damit hätten wir schon... Uns fehlt nur noch ein... Okay, wir haben keinen Platz mehr. Auch gut. Übrigens, wie man eventuell sieht, ich renne ein wenig schneller. Ich kann sogar noch schneller laufen, aber dann verliere ich die Kontrolle. So. So. Was ist denn eine Ender Torch? Hab ich noch nie gehört. Komm schon, gib mir noch einen von den Shards. Verdammt. Oder wie viel habe ich jetzt? 5. Ich brauche aber 6.
Ender Tether, keine Ahnung, was das ist. Okay, meine Freunde, wir brauchen insgesamt 6 Shards, weil wir müssen einen Shield Generator, oder wie das heißt, bauen. Und zwar den Tier 4 hätte ich gerne. Wieso sorgt er nicht mehr ab? Ist der überall voll? Kann der nicht. Der ist nicht voll. Wie sorgt er denn jetzt? Ach fuck, der jetzt hat hier wieder falsch einsortiert. So. Ich muss hier mal mit dem Key drauf, dass der das richtig baut. Richtig macht. So, zack, da leert sich alles. Habe ich hier noch irgendwas, was... Das gehört da gar nicht rein, die Hosen. Die dürften eigentlich gar nicht hier reinkommen. Weil der hat eine hier höhere Prio. Ich brauche Epic. Mal gucken. Item Trans irgendwas. Cheese and Toast. Oh, das klingt verdammt geil. Habe ich gerade irgendwie echt Bock drauf, wenn ich das gerade, wo ich das gerade so lese. Komm schon. Ist doch nicht wahr. Hier sind die ganzen Legendary gerade flöten. Wo, weil wir die Epic öffnen müssen. Komm schon. Ist doch nicht wahr. So. Ender Tether. Huch. Emeraldi Crystal. Mhm. Ja, da haben wir's. Dann packen wir den einfach wieder da rein. So. Wir flitzen hoch. Und packen den. Ich mach mal einfach so. Den Angel Ring müssen wir uns wieder rausholen. So, jetzt brauchen wir Shield. Einmal dafür ein Rezept. Dann brauchen. Nee, nicht dafür. Brauchen wir hierfür ein Rezept. Dann brauchen wir dafür das Rezept. Dann dafür. Und dann dafür. So. So, hallo. So, dann packen wir das alles einfach mal eben hier wusch rein. So, und jetzt Shield. Machen wir davon irgendwie, ich weiß nicht, wie viel brauchen wir denn da? Ich mach mal irgendwie ein Stack oder so. Zack. Und einen Tier 4. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin. Perfekt. So und so. Denn ich möchte heute mit euch das Ding automatisieren. Dafür brauchen wir noch diese User, Mechanical User, genau. Und zwar 1, 2, 3, 4. 4 Stück. So. 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir Autoplacer. Genau. Kriegen wir die Sinn? Nee, kriegen wir noch nicht. Was ist das denn? Basic Coil? Kriegen wir das? Black Quartz. Moment. So, meine Freunde, da bin ich auch schon wieder. Ich musste gerade kurz. Kurz weg, vor allem kurz. Wir sind jetzt ungefähr 3-4 Stunden weg. Mehr. Sind fast 5 Stunden her. Und zwar war ich. Ich hatte gerade Besuch bekommen. Zwar nicht überraschend, aber ich dachte, dass er erst später kommt. Deswegen war ich dann doch etwas überrascht. Oh, unsere Drives sind wieder ein bisschen voll. Ey, gar nicht wahr. Hier ist alles noch leer. Oh. Deswegen. Okay. Wir müssen ein bisschen sieben. Das mache ich natürlich auch wieder gecuttet. Das seht ihr jetzt nicht alles, aber... wo ist denn der Heavy... Ach, den... Ah! Haha. Ich bin ja gut. Wo habe ich denn den hingetan? Okay, wo habe ich denn das hingetan?
Ich habe doch ein Autosief gemacht. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der ist. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Hab ich den nicht hier? Doch, da ist er. Oh, da ist sogar noch ein bisschen was drin. Weil wir brauchen Black Quartz. Ich hatte es jetzt nicht unbedingt. Ich laber jetzt aber währenddessen ein bisschen. Wir brauchen Black Quartz für den Autoplacer. Weil den brauchen wir für die Köpfe. Das ist normales Quartz. Ich brauche Black Quartz. Die kommen gleich wieder. In der Reihe bereite ich schon mal anderes vor. Und zwar das Obsidian brauchen wir. Das ist unser Shieldprotektor. Die Shields haben wir da. Dann brauche ich Item Conduits. Dann brauche ich ein das Ding. Dann brauche ich Redstone Conduits. Die hier. Okay, die kann ich gerade nicht machen. Redstone Alloy ist Redstone und Silikon. Achso, nein. Redstone und Silikon. Machen wir auch mal einen Stack kurz. Zack. Das geht ja im Auto-Furnace sehr, sehr... Ultimate-Furnace sehr schnell. So, jetzt haben wir hier den Alloy-Smelter. Jetzt packen wir hier einen davon rein und einen davon rein. Dann haben wir dieses Redstone-Alloy. Super. So. Zack. Und jetzt machen wir aus einem Redstone und einem Silikon machen wir ein Redstone-Alloy. Da unten. So. Das ist jetzt unser Rezept. Das packen wir mit hier rein. Ja. Und dann Redstone Conduit. Und das packen wir dann hier oben rein. Machen wir mal zwei Stacks von. Mal sehen, wie schnell das ist. Überhaupt hin. Okay, der ist am Machen. Sehr gut. Ah, die ersten 8 haben wir schon. Sehr, sehr gut. Dann brauchen wir Chests. Die 2 sollten reichen. Exporter. Und erstmal bauen wir das. So, ich weiß gar nicht wohin. Ich mache einfach mal hier in die Ecke. Und zwar lassen wir Platz für den Rand. Ich weiß gar nicht genau, wie groß wir das machen. Ich mache mal so. Reicht das? Ich mache nochmal ein bisschen größer. Sollte halt auch genug Platz, sein, damit wir ein paar mehr Wither da reinstecken könnten, wenn es denn gewollt ist, dass wir halt direkt ein paar mehr bestellen. Das geht aber schnell kaputt. Dass wir ein paar mehr da reintun können, wenn wir es denn wollen. Also, dass wir direkt so zum Beispiel irgendwie so 20 Netherstars oder sowas bestellen können. So, wir müssen nochmal kurz hoch. So einmal so hoch, so. Und jetzt brauchen wir nochmal ein paar Shield-Templates. Alter, ich bin zu dumm zum Tippen, ne? Machen wir 2 Stacks, zack. Geht ja echt verdammt schnell. Ich nehme mal die anderen auch mit. Reicht das von der Höhe? Jetzt brauchen wir auch den Dislocator. Den Dislocator. Einmal den. Und einmal den. Ne, erst den. So. Machen wir einmal zack, dann ist das Error-Sitz. Oh, scheiße, ich habe das ja schon einmal gebaut. Ich dachte, das kann man
dann nochmal resetten. Schade. Dann Dislocator. Wie machen wir den nochmal? Dann muss ich jetzt wieder nochmal. Nein. Draconium, genau. Nehmen wir mal einen Stack und den packen wir in unseren Crusher rein. In unseren Crusher. Ach, hier ist sogar noch ein bisschen. Ja, nice. Der Dislocator, zack, zack, dann haben wir 9. Den zack, ist hier geboundet. Heißt, wenn wir jetzt irgendwie den machen, sind wir hier drin. Lala, perfekt. Jetzt mache ich das noch einmal höher und dann machen wir das Ding zu. Zack, 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 zack und zack. Dann kommt hier der Shield Protector hin. Dann brauchen wir noch von RF Tools die Wrench hier. Kriegen wir die hin? Kriegen wir hin, perfekt. Damit wir das Ding auch gleich aktivieren können. Und dann brauchen wir einen Dimensional Transceiver. Nehmen wir direkt beide mit, weil wir brauchen mehrere. So. Einmal hier, damit der Receive Strom, perfekt, heißt der hat Strom. Damage Hostile. Und transparent. Zack. Sprich, Mobs kriegen jetzt hier Damage, ich aber nicht. Also böse Mobs kriegen hier Damage. Dann bauen wir als nächstes den Spawner für. Nein, das war zu viel, verdammt. Fürs, fuck, ich weiß gar nicht, was ich sagen will, Mann. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Kugel der richtige war. Ist das die richtige? Ja. Dann packe ich die andere, packe ich kurz weg. Wie ihr seht, wenn wir jetzt hier reinspringen, zack, spawnen, also kommen wir hier drin aus. So. Jetzt brauchen wir. Huch, das war nicht beabsichtigt. So. Machen wir einmal so, so. So. Zack und. Zack. So und so. Zack, zack, zack. Es kommt hier eine der Kisten dran. Jetzt brauchen wir Soul Sand. Haben wir Soul Sand nicht im Auto Crafting? Packen wir erstmal die hier rein. Ich dachte, wir hätten Soul Sand im Auto Craften. So, hier wird es extracted und zwar immer und die hier kriegen Place Block. Place Block, Place Block und Place Block und zwar immer. Und hier wird inserted. Heißt, die placen die ganze Zeit Soul Sand. Okay, das ist nichts mehr drin. Okay, machen wir müssen kurz nochmal ein bisschen Soul Sand machen. Wie kommen wir überhaupt Soul Sand machen? Mit denen hier, das ist doch perfekt. Zack. So, die Folge wird übrigens wieder ein bisschen Überlänge haben, aber einfach nur, weil ich hier noch ein bisschen rumexperimentieren muss und sowas, aber ich hoffe, das ist nicht zu tragisch. So, zack. Hier kommt jetzt auch der Exporter dran. Dann brauche ich Cable. Auch noch ein paar mehr. Äh,
sind die Cable, ja. Die ziehen wir einfach nur straight nach oben. Und oben machen wir dann so einen Kabelbaum. Beziehungsweise halt, ne, immer so zack. So. Also. Und einmal dann hier lang. Oh, ich habe keine Kabel mehr. Kein Problem. Nein! So und so, jetzt ist das Ding verbunden. Und jetzt sagen wir hier, extracte doch bitte immer alle Sandstones. Soul Sand, so. Es gehen immer alle Soul Sand hier rein. Es dürfte der gleich auch Soul Sand im. Also ich muss hier auch Round Robin mal machen, ne? Dass der alle abgeht. Ja, perfekt. Jetzt geht er nämlich alle nach und nach, alle, die angeschlossen sind, ab. Sehr, sehr gut. So, jetzt brauche ich noch Filter. Weil. Okay, wir haben drei und einmal so. Ich nehme mal kurz einen Soul Sand hier raus. Weil hier darf natürlich nur Soul Sand rein. Genauso wie hier nur Soul Sand rein darf. Hallo? Und auch hier nur Soul Sand. Und auch hier nur Soul Sand. Jetzt darf der Soul Sand hier wieder ran. So, jetzt haben wir hier immer Soul Sand automatisch. Dann machen wir hier mal einfach Quite Clear Glass, um was mal ein bisschen. Dann machen wir hier so ein bisschen schön. Die können ja hier nichts kaputt machen, das ist das Schöne. So, jetzt. Geht das einmal hier noch lang? Wir gehen mal eben hoch und gucken. Was der Thief sagt, haben wir jetzt. Wir haben kein Dark Quartz gekriegt. Verdammt. Ich mache noch mal ein paar viele Stacks. So, die packen wir jetzt da rein und hoffentlich kommt da jetzt Dark Quartz raus. War doch aus Compressed. Aus dem Heavy Thief. Au, ich brauche einen Flint. Hahaha. Warte. Aus dem Diamond kann das gar nicht rauskommen. Okay. Flint Mesh. Ist das ein Flint Mesh? Ah, gut zu wissen. Sprich, das konnte gar nicht klappen. Okay. Ich glaube, das ist eventuell direkt. Das dauert eh noch ein bisschen. Okay. Ich guck mal ganz kurz in der Monsterfalle nochmal rein. Aber ich finde das so geil mit dem schnellen Laufen hier, ne? Tada. Mal gucken, was haben wir hier? Melillum und Octetic. Oh, wir haben bald ganz viele von den Cubes. Wir haben genug von den Cubes. Ich habe mich was vor. Boah, ich weiß nicht, wo ich das machen soll. Mach ich mal nächste Folge erst. Tada. So, Soulvile, warum habe ich alle dabei? Ich weiß es nicht. So, mal kurz gucken. Hallo. Huch. So. Ja. Wie viel brauchen wir überhaupt? Wofür brauchen wir das auch noch? Für den. Ach so, für den.
Placer. Können wir einen Autoplacer machen, sehr gut. Wir brauchen noch zwei, hallo. Oh, sieht das cool aus. Das ist echt verdammt geil. Das hab ich noch nie gesehen, diese Sternenkonstellation hier am Himmel. Sehr, sehr nice. Perfekt, das sind die anderen beiden. Heißt, wir haben jetzt alle Autoplacer zusammen? Warum habe ich... Achso, das habe ich gerade bekommen, weil ich das... Wahrscheinlich, weil ich gerade dann... Ah, okay. So... Fuck. Was? Was ist denn ein Atomic? Was? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht, um ehrlich zu sein. Ist halt der Strom? Ja. No Lens? Redstone Mode. Was? Ich habe gerade eine Idee. Ich weiß gerade nicht genau, wie das funktioniert, aber ich probiere es einfach mal aus. Nein. Krass. Lala, perfekt. Das ist cool. So, jetzt müssen wir aber... Fuck, jetzt ist er... Da. Activator. Nach... Placer, was sag ich denn da? Jetzt haben wir aber keine... Es fehlt uns wieder ein Black Quartz. Muss halt mal gucken, ob wir Black Quartz eventuell auch anpflanzen können. Wäre natürlich sehr gut. Ah, okay. So. Dürfen wir alles haben? Hallo, hallo? So. So, jetzt kommen die Autoplacer, kommen... Hierhin. So, und jetzt kommt hier eine Kiste hin. Das brauche ich noch einen Crafter. So, der kommt. Den muss ich eh drehen. Kann ich den mit der Wrench drehen? Nein, natürlich nicht. Muss ich mit der Jeta machen, glaube ich. So. Es wird das... Nein. So. Damit verbunden. So. Jetzt kriegen wir das Rezept. Hier. Warte, erst brauche ich einen Netherstern. Und... Wither Skeleton Skulls, genau. 1, 2, 3. Aus die... Toll. Aus 3 davon wird einer hiervon. So. Dann dürfte der nämlich gleich die Sachen hier reinpacken. Und... Ich brauche noch Filter. Dass er nicht versehentlich oben hin die Soul Sand reinpackt. Dass da oben wirklich nur die Wither Skeleton Skulls rein dürfen. So. So. Und. Habe ich Normal? So. So, wenn ich jetzt hingehe, ich bestelle Nether Star. Sind die da drin in der Kiste drin?
always active. Wieso werden die denn nicht rausgesaugt? Achso, insert. Insert. Und insert. Sind die aber alle hier... Heißt, ich muss hier auch Round Robin machen und diesen Endspeeder. Okay, Speed Downgrade einen, zack. Und auf Round Robin stellen. Einmal zack und Round Robin. Jetzt wollen wir die hier wieder raus. Zack. Und jetzt dürfte der... Okay. Na gut, da war jetzt noch leer, deswegen. Das kommt ja da rein. Achso, wahrscheinlich hinten habe ich jetzt noch den, Wieso kommst du da raus? Hallo? Finde ich nicht cool. Stirb. Okay, Moment. Solid und Damage. Okay. Dann auf ein neues. Habe ich jetzt bestellt? Ja. Wieso kommt denn der jetzt da raus? Bro, du darfst ja nicht rauskommen. Hä? Das ist eingestellt. Achso, hat der. Doch, der hat genug Strom. Der ist eingestellt auf Hostile. Hostile sind doch die. Oder sind das die? Ne, es sind Animals. Hostile kriegen. Ken. Hatte dies mit? Okay, ich weiß nicht wieso, aber. So, meine Freunde, ich habe jetzt auch gerade keine Musik an. Ich habe jetzt war eigentlich gerade ein bisschen am Verzweifeln, dass es nicht funktioniert. Ich war aber einfach nur doof. Und zwar, ich musste den Shit nochmal aktivieren und deaktivieren und aktivieren, damit es funktioniert. Ich kann es nochmal kurz zeigen. Jetzt funktioniert es. Ich weiß nicht, ob es jetzt leise oder laut ist, aber ich mache einfach mal drei Laserstars. Plop, plop, plop. Der kommt hier rüber. Plop, plop, plop. Der kommt darüber. Plop, plop, plop. Der kommt darüber. Und ich gehe mal ein bisschen weg. Sieht man es eventuell besser. Und es ist so dies. Ein bisschen. Oh Gott. Aber ich habe da diesen. Ich hatte diesen Sound Death Muffler an, damit er nicht so laut ist. Aber egal, auf jeden Fall funktioniert es jetzt. Die Sachen droppen jetzt einfach erstmal nur. Ich muss jetzt nur noch einstellen, also so ein Item-Collector reintun. Und dann haben wir automatische Wither Stars. Nether Stars, obwohl wir eigentlich schon mehr als genug hatten, aber ja, egal. Einfach nur, weil es cool ist. Ja, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn die Folge jetzt heute mal ein bisschen arschlange war, im Vergleich zu den letzten Folgen. Nein, ich habe Angel bin ich schon wieder weggepackt. Auf jeden Fall, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und wenn nicht, dann lasst trotzdem eine Bewertung da, ist ganz cool. Könnt auch ruhig einen Dislike geben, Hauptsache ihr liked irgendwas, ne? Hauptsache hoch oder runter, damit ich sehe, ob es euch gefällt oder nicht. Und ich rede jetzt nicht weiter um den heißen Brei rum. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Tschüss!